Hier eben die Timezone, die mir oben dann angezeigt wird in der Menübar und so weiter und so fort. Wer einen langsameren Rechner hat, so als kleine Info, könnt ihr hier vielleicht Core Animation ausschalten. Ich mache das Ganze jetzt nicht. Wollen wir uns noch die letzte allergroße Stärke von BusyCal anzeigen? Und zwar ist das Ganze die Handhabung von Google Kalender Kalendern. Und zwar sieht man hier jetzt, ich habe meinen Mac OS 10 Screencast Account. Da könnt ihr übrigens E-Mails hinschreiben. Ich werde nicht antworten, weil ich die nie abrufe. Hier drin, ich habe hier tatsächlich noch gar keine Events angelegt. Das wollen wir jetzt einfach mal mit BusyCal machen. Und zwar geht man hier jetzt her, sagt Kalender, connect to Google Kalender. Dann gibt man hier jetzt den Usernamen ein, Passwort, sagt hier jetzt noch Sync Message Alarms to Pop-ups on Google zum Beispiel. Don't publish events older than 3 months, 6 oder 1 year. Wenn man das nicht mit publishen möchte, macht hier ein OK. Und dann werden hier jetzt die Daten abgerufen. Ich habe scheinbar mein Passwort falsch eingegeben. Zack, und schon werden mir hier meine Kalender, die in Google Kalender drin sind, angezeigt. So, jetzt mal angenommen, ich möchte, sagen wir mal hier, Mossix und Mossix Team auf Google Kalender sozusagen bringen. Dann könnte man ja irgendwie hergehen, hier jetzt in Google Kalender irgendwie diesen Kalender anlegen und dann zurücksinken und so weiter. Nein, es ist viel, viel einfacher. Und zwar geht man hier einfach her mit der rechten Maustaste, macht hier Publish to Mac OS 10 Screencast.com oder eben auf die Gmail-Adresse. Zack, da machen wir noch einen hinzu. Und weil es so leicht war, machen wir den noch hinzu. Man sieht also, man kann nur ausgewählte Kalender zu Google hoch synken lassen, dann werden die hier auch eben gleich übernommen. Und wenn ich hier jetzt hergehe in Google Kalender, hier diese Aktualisierung abrufe, dann sieht man hier jetzt alle Termine, alle Kalendereinträge, die wir eben lokal gemacht haben, werden hier jetzt angezeigt. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt dieses BusyCal Review, das wollen wir hier jetzt wirklich irgendwie auf um 15 Uhr aufzeichnen. Oder um 14:45 Uhr, weil es nicht geht, dann wurde dieser Event jetzt hier eben verändert. Und sobald ich hier in meinem lokalen Repository hergehe, sozusagen, und hier einfach auf Sync Now gehe, wenn ich das eben herbeiführen will, dann sieht man hier jetzt, wandert dieser Event einfach für mich rum, ohne irgendwie großartig was zu machen. Gleichzeitig sieht man hier auf der rechten Seite, ich habe hier UK Holidays. Das ist einfach ein Kalender, zu dem ich subscribed bin im Google-Kalender. Der wird mir hier mit angezeigt und den kann ich einfach heruntersynken lassen und so weiter, ohne Probleme hier mit BusyCal und iCal zusammen. Das Schöne ist eben dadurch, dass ich diese Kalender, jetzt gehe ich nochmal zurück, hier jetzt lokal als iCal-Kalender habe und eben über BusyCal ganz easy sozusagen weiter synke nach Google-Kalender, habe ich die Möglichkeit, die nach wie vor ganz einfach mit iCal sozusagen lokal zu editieren. Und sobald ich BusyCal starte, übernimmt BusyCal für mich die Arbeit, zack, synkt die ganzen Kalender hoch. Ich kann die ganzen Kalender in Google Kalender online auf der Webseite verändern und habe einfach ein wunderschönes Leben hier zusammen mit Google Kalender und BusyCal. Abschließend also noch ein paar Worte hier zum Thema BusyCal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass BusyCal so viel mehr kann als iCal. Wenn man sich das Ganze mal durchliest, was hier auf der Seite schon ist, alleine diese Screenshots. Man kann hier, wie man sieht, Notizen anlegen, die dann in BusyCal angezeigt werden. Ja? Man braucht keine separate Stickies-App mehr. Man kann sich das Wetter anzeigen lassen. Der Month-View mit den angezeigten Anfangsuhrzeiten, göttlich, juhu. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so ein kleiner Productivity-Nerd. Und sowas zu haben in BusyCal, das ist schon echt extrem fein. Da muss ich sagen, total super gemacht. Und ich bin begeistert von diesem Tool, mal wieder. Werde immer wieder überrascht, welche Kommentare ich auf Twitter oder per Mail oder so bekomme von Leuten, die sagen, ey, ich habe da ein geiles Tool, review das doch mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, BusyCal ist mal wieder so eins, wo ich sage,
Nicht schlecht. Und nichtsdestotrotz, also möchte ich hier noch eins sagen, wir haben natürlich wieder was herzugeben. Zwei kostenlose Lizenzen gibt es von Busy Cal. Und bitte achtet diesmal darauf, was ihr bei uns auf der Internetseite macht. Ich habe beim letzten Review gemerkt, ja, dass irgendwie die Leute den Text nicht lesen und sich auch die Videos scheinbar nicht anschauen. Wenn ich sage, bitte hinterlasst im Kommentar einen Link zu eurem Lieblingsartikel, dann meine ich das auch so und meine nicht. Macht weiter wie bisher und sagt mir einfach, was euer Lieblingsfeature ist. Und genauso ist es jetzt auch bei BusyCal. Bitte sagt mir, wofür ihr BusyCal benutzen werdet. Einfach in den Kommentaren, um eine von diesen zwei kostenlosen Lizenzen zu bekommen. Ja, das war's jetzt auch schon wieder hier von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss!